Baden-Württembergisches Landesduell in der Mannheimer Nachmittagshitze. Der Waldhof empfängt Überraschungsaufsteiger Ulm in den gelben Jerseys. Ruhige erste Minuten, dann mal die Gastgeber mit Laurent Jans verlagert auf Guras. Aber Ortak aufmerksam, Christian Ortak, Ulms Keeper. Die erste kleinere Gelegenheit für die Mannheimer in der 10. Minute. Mit dem Ball der Waldhof erstmal gefälliger, dann aber dieser Fehlpass von Sohm und dann Cenza mit der Konterchance. Aber da kommt Riedl mit einem richtig harten Einsatz. Die ganze Ulmer Bank springt auf, zu Recht brutaler Einsatz. Und Schiedsrichter Timo Ganzlowei zeigt ihm rot. Julian Riedl geht ohne Proteste und er weiß, das war einer. Senzt den Ulmer Brasilianer Cenza völlig unnötig um. Der kann zum Glück weitermachen, aber Riedl in seinem 229. Drittligaspiel unnötig. Der Waldhof also knapp 80 Minuten zu 10. Trainer Rüdiger Rehm reagiert, opfert Pascal Sohm und bringt dafür Marcel Segert in die Innenverteidigung, der gleichzeitig die Kapitänsbinde von Bentley Baxter Barm übernimmt. Ulm jetzt mit einem Mann mehr, mit mehr Spielkontrolle. Rösch und Cessa noch abgeblockt von Sechelmann. Ganz wichtig gegen Dennis Cessa. Die direkt folgende Ecke. Cenza, der vorhin gefaulte, marschiert und probiert's dann mal. Einzig die Genauigkeit fehlt noch. Ulm jetzt besser im Spiel und Rüdiger Rehm, Mannheims Trainer, nervös. Denn Ulm macht weiter Druck. Cenza diesmal reingelöffelt, dann Havriluk und dann ist die Kugel drin. 0:1, Lukas Röser, 36. Minute, die Ulmer Führung. Röser feiert sein erstes Drittligator im Ulmer Trikot. Die mitgereisten Fans auf den Schattenplätzen entsprechend euphorisiert. Einfach zu viel Platz zum Flanken. Röser schnappt sich dann den Rebound, aber zuvor unglücklich abgefälscht von Segert. Havriluk zunächst noch gut, gegen den Nachschuss kann er nichts mehr ausrichten. Der SSV präsentiert sich bislang richtig stark in ihrer ersten Drittligasaison. Dann aber nochmal Waldhof, Arase an Freund und Feind vorbei. So bleibt es beim 0:1 zur Pause. Schwere Aufgabe für Rüdiger Rehms Mannschaft in der zweiten Hälfte. Zu dieser kommt Samuel Abifade, Neuzugang aus Meppen, für Guras in die Partie. Zweiter Wechsel beim Waldhof und schlechte Sicht erstmal. Die Ulmer Fans zündeln. Unterdessen passiert auf der anderen Seite was, denn Nicolas Jan liegt auf dem Boden, getroffen von einem oder mehreren Gegenständen. Deshalb unterbricht Ganzlowei, der Schiri, erstmal die Partie. Unter anderem ein Feuerzeug auf den Platz geflogen. Völlig unsportlich von Mannheims Fans. Das Schiedsrichterteam in die Katakomben verschwunden, berät sich erstmal, gibt dann die Durchsage, wenn noch mal was auf den Platz fliegt, wird das Spiel abgebrochen. So geht es nach 10 Minuten Unterbrechung erstmal weiter mit der Ulmer Ecke, die aber nichts einbringt. Mannheim kann zunächst mal klären. Thomas Wörles, Ulmer, könnten den dritten Saisonsieg einfahren. Der Wechsel nach 72 Minuten. Dreifach Nicolas Jan, der von den Fans beworfene Spieler, kommt rein. Dazu Hiegel und Risch für Brandt, Röser und Rösch. Ulms Fans in froher Erwartung. Bei einem Sieg würde der SSV auf Relegationsplatz 3 springen. Was geht noch beim Waldhof? Erstmal nicht viel. Sie fordern Elfmeter. 79. Minute, geht aber weiter. Und dann die Topchance für Wagner. Fridolin Wagner rutscht ihm über den Scheitel, eigentlich eine Top-Position, den Ball ins Tor zu köpfen. 4 Minuten später, immerhin, der Waldhof knickt hier nicht ein. Sie probieren's, der eingewechselte Hermann auf den eingewechselten Okpala. Der kommt nicht ungefährlich, der 18-jährige Joker Kennedy Okpala bei seinem Drittligadebüt. Allgeier fälscht letztlich noch ab. 86. Minute, dann Namensduell Jan gegen Jans und Jans einsteigen, wird als Foul gepfiffen. Der Luxemburger haut den Ball darauf hinweg und weil er schon gelb verwarnt war, gibt's gelb-rot. Der zweite Platzverweis, Laurent Jans, völlig gebrauchter Tag für Waldhof Mannheim, das jetzt zu 9 weiterspielen muss. Harte Entscheidung, aber auch dumm von Jans, den Ball so wegzuhauen. Für mich kann man das so pfeifen. Aber Waldhof macht weiter. Natürlich gibt es dann auch Räume für die Ulmer. Die Chance, die Tür hier zuzuhauen. Cenza, Risch ist in der Mitte mit dabei. Der kriegt auch den Ball. Risch gegen Havriluk. Und der kriegt ihn nicht vorbei. Sascha Risch, Lucien Havriluk, der 22-Jährige, bleibt da stabil, zu zentral auch abgeschlossen. Aber Havriluk, so empfiehlt er sich weiter als Mannheimer Nummer 1. 13 Minuten Nachspielzeit, in denen Ulm
wieder Räume bekommt. Havriluk mit nach vorne geeilt bei einer Ecke und dann ist es passiert. Das 0:2, Tobias Rühle, der macht's ganz cool und Ulm spielt sich hier zum Auswärtssieg. Schön und überlegt zum 0:2, dass der Endstand. Ulm mit dem dritten Sieg in den letzten 4 Spielen richtig gut unterwegs in der dritten Liga. Waldhof Mannheim hat sich heute früh selbst geschwächt und kommt in dieser Spielzeit bislang einfach nicht richtig in Fahrt.